Kluck, 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 kluck. Das ist so krass mit dem RTX-Ding. Also mit den RTX-Voice-Programm. Weil das Einschenken war gerade so laut. Und ich glaube, das habt ihr gar nicht gehört. So. Und jetzt, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Diese kleine süße Stadt hier ist jetzt so fett geworden. Da ist die fett geworden. So. Wir haben gerade hier im Norden ein bisschen Probleme und die Ekener. Falsch. Die Lusitaner. Entschuldigung. Die Lusitaner sind gerade ein bisschen troublemakerisch unterwegs. Okay, die haben das wieder zurückerobert. Das gehörte ja mir, ne? Ich glaube schon, ja. Okay, hier sind wir gerade. Da sind wir. Ach, da ist die andere. Oh, aha. Ja, das können die einfach übernehmen. Offensichtlich. Dann ist da wohl noch eine große Armee. Okay, dann dich. Schick ich mal da runter. Ich glaube, das können wir einfach übernehmen. Genau. Weil das ist ja alles noch einfach eingerissen worden. Und da ist dann keine Garnison drin. So. Wunderbar, wunderbar. In Alexandria ist auch was fertig. Tempel haben wir hier zwei. Ja, machen wir nochmal ein öffentliches Forum. Es ist ja höchstwahrscheinlich so, dass Alexandria gehört jetzt mir. Okay, dass Libya oder die beiden hier bald nicht mehr mir gehören. Okay, was machst du gerade? Nichts. Ja, hier war ja dieses blöde Zeug hier. Genau. Die haben da ja einfach so meinen General getötet hier. Okay. Denn du bist gerade auch im Gewaltmarsch. Bitte hierhin. Genau, mit Partien muss ich dann schauen, dass ich das auch bald in Angriff nehme. Oh, hier gibt es auch noch was Neues. Hier mache ich ein öffentliches Forum, damit die Arbeiter auch mal was Vergnügliches haben. So, dann gehe ich hier weiter. Das können wir automatisch machen. Rang erhöht. So, sorry. Gerade hat mir der Flo geschrieben. Ob ich heute noch League of Legends spiele. Ja, später. Hier brauchen wir die größte hellenistische Überzeugung. Das ist, glaube ich, das da mit 4 kultureller Einfluss. So, was geht denn noch so ab? Ach genau, mach sie an. Du gehst mal wieder zurück. Weil hier unten sind ja jetzt 2 große Armeen, das passt. Gut, was ist mit dir? Ah, genau, da noch eine Runde warten. Und dann werde ich das erobern. So, dann werde ich hier mal das da machen und schauen, was es hier so alles gibt. Also gerade habe ich ja wieder genug Nahrung. Deswegen kann ich die alle ausbauen. Das waren jetzt 5.
Das brauche ich nicht. Öffentliche Ordnung. Das hier und das da. Manufaktur und Bergbau. Glaube ich am besten. So, und ich glaube, ich kann mir das Ganze leisten, weil ich hier auch viele Nahrungs-, also Landwirtschaftsdinger da mache. Ja. Wieso ist die schon gelandet? Was habe ich denn hier? Ja, naja, das spielen wir mal. Also, die. Ja, also er hat schon nicht schlechte Einheiten. Auf keinen Fall schlechte Einheiten. Aber. Autsch. Aber ich bin Spartaner. Ich bin Spartaner und ich kann ziemlich gefährlich werden. Warte, ich stelle mich erstmal hier auf. So, schön in Phalanx. Ja, hier lang. Hopliten. Hopliten und Phalanx zusammen. So ist es besser. Ich habe auch eine thrakische, tarantinische Kavallerie, was auch nicht ganz schlecht ist. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich diese beiden Hübschen auch hier hin tun. Das Problem ist halt auch, dass er sehr viele Fernkämpfer hat. Unterstützungsschiffe bereit! General, zu Befehl! Kommandant, zu Befehl! Aber ich glaube, so ist es gescheiter. Ich muss versuchen, seinen General zu kicken. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ach, okay, die Hälfte ist da und ja. Der. Unser General wird angegriffen. So, die gehen mal beide weg. Das ist gut. Wanken. Ach komm, noch einmal. Nein, Mann. Der wurde jetzt auch da einfach rum. Und das sind alles. Das sind alles Transporter. Das ist ja sehr schmackhaft. Das ist natürlich außerordentlich schmackhaft. Ah, die schießen noch zurück. Sehr schön. Okay. Gut, dann muss ich schauen, dass ich so schnell wie möglich hier hinkomme. Wenn er nämlich hier landet, dann muss ich ein bisschen umstrukturieren. Oh, nur so.
Jetzt mal muss ich halt schauen, dass die so schnell wie möglich dahin kommen. Oh, schön dicht machen. Also ich würde sagen, wenn ich da hinkomme und er es nicht schafft, mich zu entern, dann habe ich eine sehr gute Chance. Wie lange? 30. Mache ich mal an. Principies und Triarii. Principies, Astati, Rorari. Principies, okay. Weiß ich sogar gar nicht, ob die hier trotzdem ihre Wurfsperre benutzen können. Wird auf jeden Fall interessant. So, schön Ammen. Danke. Und jetzt weiter. Und weiter. Ja, die werfen ihre Sperre. Der feindliche General ist tot. Sehr gut, und weiter. Und du auch weiter. Du musst schon zielen. Ja, den schaffst du noch. Come on, come on, come on. Go for it. Nee, den schubst du gerade mit Ohr hin. Come on. Also. So, jetzt sind die schon mal da drauf, aber die nächste. Der Rest der Armee, der ist hier gerade noch nicht anwesend. Was sehr gut ist für uns. Gut, ja. Das ist doch wunderbar hier. Das läuft doch wie am Schnürchen. Aber ja, wir haben auch goldene Schiffe, also da muss ja was gehen. Nicht. So. Was macht ihr da? Oh, schieß mal. Kampfschiffe bereit zum Angriff. Bemannt, bereit. Schiffe bereit. Speerinfanterie bereit. Doppelte Geschwindigkeit. Kampfschiffe bereit. Schiffe warten. Willst du den nicht rammen? Angriff! Also, sehr schön. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Alter, wie aggressiv der reingeht. Nee. So, dann gehe ich da mal auch an Land.
Ja, reite nur weiter, ne? Nur ein Drecksack. Oh, Entschuldigung, Drecks. Mir fällt kein harmloses Wort ein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, natürlich. Ihr geht jetzt mal zur Seite und schießt schön in die Seite rein. Ihr macht mal den Charge. Sonst tötet ihr nur meine eigenen Leute. Ja, auch nicht so der Sinn der Sache. Die kommen jetzt auch, nein, außenrum. Und die, ja, können eigentlich von hier aus schießen. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. So. Ich gehe mal nochmal zurück und mache hier den Druck. Hier, die Hopliten brauchen auf jeden Fall mehr Hilfe. So. Hier schießt mal schön auf den Grünen. Ja, wobei, nee, schießt mal schön auf den, damit der schnell rankommt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Was? Das ist gerade nicht so gut. Dann stellst du dich mal breiter auf. Du gehst mal hier hin. Du gehst schön da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sehr gut. Und die ganzen Fernkämpfer schießen sehr schön rein. Was ist mit dir? Warum bist du so traurig drauf? Alter Schmollmaul. Der ist jetzt auch nicht mehr ganz so happy. Schön in den. Nein. Achso, das war der keine Munition mehr hat. Alles klar, alles klar. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dann reitest du am besten auch in die andere Richtung. In die andere Richtung? Andere Seite mal. So, und dann von da. Ah, der wird gerade. Nee, wird er doch nicht. Ich dachte gerade, der wird gesandwiched. Das stimmt nicht. Aber wieder zurück. Der Charge war in Ordnung. Jetzt nicht das Goldene vom Ei. Das Goldene vorbei. Aber es war in Ordnung. Du charge mal hier rein. Du charge mal da oben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ihr greift mal hier an. Wieder raus, bitte. Der macht es gerade ganz gut. Okay, es ist auch ganz gut, dass der gerade meine Pferde gecharged hat, weil dadurch hat er hier den Druck aufgegeben. Das war sehr gut. So. Sogar. Eine gesamte Einheit ist unten.
So. Bürosieg ist voll in Ordnung. Also bei solchen Sachen, wenn ihr schon eine kleine Flotte habt, sag ich mal, dann auf jeden Fall versuchen. Wenn der Gegner mit einer Armee zur See kommt, dann bekommt er mindestens, also das da hat er da gelassen oder damit ist er gelandet. Hier die Pferde auch noch. Ja, und ich ein oder zwei weitere. Und alle, die nicht auf Null sind quasi, die auf Null sind, das war Insta-Tot durch das Meer. Die haben auch nur 740 getötet und der hat... Die haben 600 getötet und er hat 2300 verloren, also... Finde ich ein bisschen komisch, dass das trotzdem nicht gezählt wird. Also an sich, wir haben ihn ja gerammt. Also ja, wir haben das Schiff getötet. Ja, na gut. Das ist mal eine gute Nachricht. Ich wollte gerade schon schreien. So, genau, das darf er einfach einnehmen. Arakilum. Ja. Das muss ich dann nochmal wieder einnehmen. Wobei, da habe ich, glaube ich, eine gar nicht so kleine. Oh nein. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich hoffe nicht. Eine gar nicht so kleine Garnison, weil ich auch eine Kaserne da habe. Very interesting, was da gerade passiert. Gescheiterter Bestechungsversuch, das ist gut. Rang erhöht, das ist auch gut. Bereit zum Kommandieren, das ist super. Forschung abgeschlossen, fein verwundet. Das ist auch gut. Kind ist geboren, das ist super. Friedvater handelt. Erlass annulliert, Libyen. Ah, Sezession. Unterteilen, erlangt Allgemeinheit, Bekanntung. Was? Ja, na gut. Dann mach ich mal Gewaltmarsch bis hierhin. Und dann nehme ich halt das Ganze wieder ein, ne? Machen wir erstmal den allgemeinen Bekannten. Das Meer ist schon seit einiger Zeit sehr ruhig. Wenn wir Handel betreiben und unsere Feinde mit Kriegsschiffen bezwingen wollen, müssen wir Poseidon ein Opfer bringen, um seine Gunst wieder zu erlangen. Ein Kind opfern. Junge. Wir sind nicht Karthago. wir opfern einen Bullen. Ein reiner weißer Bulle wird uns gewiss die Gunst des Poseidon erneut sichern. Nur ein wahres Opfer wird Poseidon von unserer Hingabe überzeugen. Ein Kind muss aus eurer eigenen Familie gewählt werden. Kein Weg führt hier dran vorbei. Doch. Junge, Junge, Junge. Schule. Junge. Wie du wieder aussiehst. Löcher in den Kopf. So, das übernehmen wir einfach. Sehr schön. So. Dann schauen wir mal. Also hier unten ist natürlich jetzt Libya komplett weg. Hier, das ist jetzt weg und ja, der da ist jetzt weg. Aber das ist alles noch im grün-türkisen Bereich.
Ich habe ihn jetzt leider die da gelassen. Aber die Garnison wird dann nicht erobern können. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Du kannst jetzt eigentlich das einnehmen, nicht? Naja, das ist dann ein Gefecht fürs nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut bei mir auch mal auf Twitch vorbei. Wobei, gerade bin ich im Urlaub, aber auf der Twitch-Seite seht ihr, glaube ich, müsstet ihr meinen Terminplan sehen. Also normalerweise streame ich immer montags und donnerstags und jetzt bin ich gerade an der Nordsee und arbeite da leider weiter. Gut, deswegen produziere ich gerade sehr viel vor und das ist sehr stressig gerade und genau. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.